Servus YouTube. Ja, wegen Pfottenring. Also die ist immer noch gesperrt. Ich fahre jetzt aber trotzdem rein, weil ich will das endlich hinter mir haben, diese Aufnahme. Ich werde wahrscheinlich nur so weit reinfahren, wie ich auch kann. Also man kann bis zum Krankenhaus fahren und den Rest, ja, muss man sich dann halt irgendwie dann zusammenfriebeln. Jetzt sieht es ja auch gut aus. Und ja, ich bin mal einfach mal gespannt, wie weit wir kommen. So, mal einen Gang umschalten hier auf dem Hören. Genau, da kann man hier noch weiterfahren. Also bis nach Alsfeld könnten wir jetzt zum Beispiel nicht fahren. Also laut dem Schild jetzt. Aber wir fahren jetzt erstmal Richtung Krankenhaus. Da dürfte man eigentlich noch fahren hier. Genau, Zufahrt bis zum Krankenhaus frei, stand da so ein Schild. So, dann werde ich einfach dann mal aussteigen. Und genau, mal gucken, wie weit ich eigentlich zu Fuß reinkomme. Das Auto wird dann irgendwo dann noch abstellen dann. So, hier geht schon mal rum. Ist ja alles doppelt geplankt. Extra wegen die Motorradfahrer. Ah ja, guck mal da. Komplett gesperrt. Aber gut, aber die asphaltiert haben sie schon. Was schon mal gut ist. Ich würde vorschlagen, wir parken jetzt einfach mal in diese Bucht. Ja, da kommt ja sowieso keiner. Ach, guck mal, ja, wie ich schon gesagt habe. So, hier ein blauer Bagger. So, ausschalten. Licht natürlich im Auto. So, jetzt steigen wir aber mal aus. So. So. Auto noch absperren. Ja, man riecht schon den, ja, den Teer. Aber schade, dass sie immer noch nicht so weit sind. Genau, da haben sie schon mal hier. Also die Oberschicht fehlt noch. Sieht man quasi hier an der leichten Stufe. Genau. So, wir laufen mal ein Stück hoch. Ich hoffe, ich bekomme keine schwarze Schuhe. Nee, aber wir laufen jetzt einfach mal. Was das wohl gekostet hat. Ja, ich nehme gerade ja so abends auf. Ja, man sieht schon, die Sonne geht schon langsam unter. Ja. Aber ich hoffe, das schickt noch von der Aufnahme her. Aber dass die so lange brauchen. So. Wir laufen mal ein Stück jetzt hoch. Ich kann mir gut vorstellen, warum sie jetzt nur das jetzt so aussieht. Ich denke mal, weiter oben ist wahrscheinlich von der Straßenteil noch weg. Und sie wollen das quasi in einen Rutsch dann quasi asphaltieren. So. Ja. Also geändert hat sich eigentlich nicht viel. Nur, dass es hier neu asphaltiert wird. Asphaltiert wird. Ja. Kein Verkehr. Gut. Da geht es wieder Richtung Schotten. Das Quietschen kommt von der Straße her. Na, ich will mal hoffen, dass es erlaubt ist. Aber naja, wir sind ja zu Fuß. Hier ist nochmal ein Schild. Hier, Schotten und immer Kreiskrankenhaus.
Aber nach meiner Erinnerung war die Straße gar nicht mal so schlimm. Wir haben so ein paar Bäume gefällt. Na, ich bin mal gespannt, wie weit es noch geht. Ja, wie war heute mein Tag? Ja, mein Tag war eigentlich sehr angenehm. Ja, habe nicht viel gemacht. Gut, heute Morgen hatte ich noch eine Schulung gehabt. Und zwar mache ich jetzt zurzeit einen Motorradführerschein. Und ja, vor ein halbes Jahr hätte ich wahrscheinlich darüber gelacht. Ja, aber jetzt bin ich eigentlich erst im Alter gekommen, wo ich sagen könnte, okay, hier, ich mache mal was Neues. Ja, und das ist der Entschluss. Also was ich mir halt vornehmen werde, in 1, 2 Jahren, ich glaube eher wahrscheinlich 3, also zwischen 2 und 3, dass ich eine Tour nach zum Nordkap mache. Genau. Das war eigentlich die Idee gewesen. Also jetzt nicht nur wegen Nordkap jetzt da hochdüsen, sondern einfach mal, ja, Motorrad zu fahren. Weil viele schwärmen ja davon, wie toll es sein soll und komplett anderes Fahren. Und ich bin einfach mal gespannt, wie es halt so wird mit dem Motorrad. Ist zwar nicht ganz ungefährlich, aber es soll ja eher so eine Art Hobby sein oder so eine Art Freizeitausgleich. Und davon wird es wahrscheinlich dann auch Aufnahmen machen. Genau, ich meine, werde wahrscheinlich dann zu die Tour nicht, zwar nicht komplett, weil das wäre einfach viel zu viel. Ich weiß gar nicht, wie lange man da braucht bis nach zum Nordkap. Da kommt wahrscheinlich einiges an Material zusammen. Und da muss ich auch irgendwie abspeichern können. Ja, falls es. Ja, die Kamera irgendwie ins Wasser fällt oder irgendwie unterwegs kaputt geht, ja, das wäre dann schon natürlich schade, wenn dann die ganzen Daten weg sind. Hier am Rande ein kleines Bächlein. Weil heute Morgen hat es hier sehr stark geregnet. Und ja. Aber so ein ganz schönes Stück hier, meine Güte hier. Aber wenn ihr mal wirklich frei ist, dann werde ich auf jeden Fall dann nochmal eine Aufnahme starten. Wieder mit meinem Fahrzeug. Und dann fahre ich das an ein Stück hoch. Weil ich werde jetzt einfach nur das bisschen aufnehmen. Ach, da kommt ja sogar noch ein Auto. Ach, das ist sogar ein Förster. Jo. Also wenn die Straße mal endlich mal geöffnet ist, werde ich auf jeden Fall mit meinem Auto hinfahren. Ja, wie ich schon gesagt habe. Es geht leider nicht. Leider unten gesperrt. Zwar fährt jetzt hier so ein Förster durch, aber gut, er muss ja auch noch im Wald gehen. Jo, geht's nochmal in den Wald rein. Ja, wurden viele Bäume gefällt. Und ja, ich würde ja so gerne jetzt komplett hochlaufen, aber das ist bestimmt noch ein Stück. Weil ich bin schon lange nicht mehr hier gewesen und ja, mit dem Auto geht's natürlich wesentlich schneller. Und ja. Ja, dann haben sie noch hier die Stützpfeiler ummantelt mit irgend so einem, ja, also nicht Schaumstoff, aber irgend so eine, ja, so ein, ich komme jetzt nicht drauf. Also soll auf jeden Fall schützen. So eine Art Styropor. Ja. So, das ist wieder das Quietschen von der Straße. Okay, dann mache ich jetzt mal eine Aufnahme.